Es ist soweit. Ja, Stefan wird mit dem Kollegen, wenn du mir kurz nochmal deinen Vornamen sagst. Carsten. Carsten, weil ihr habt unglaublich viele Stefans da. Ich krieg schon immer Angst, ja. Ja, das war so eine Zeit lang so ein bisschen Einstellungsvoraussetzung, der Name. Aber inzwischen werden auch andere akzeptiert. So, ich habe erfahren, du warst auf der gleichen Schule wie Stefan. Richtig, das hat sich so im Nachhinein herausgestellt, dass wir ein paar Straßen entfernt aufgewachsen sind. So, das ist, ja. Du kennst die Grube, aber sie ändert sich ja permanent. Ich war tatsächlich hier noch nicht. Er war hier noch nicht, aber waren hier schon oft. Also wir können schauen, dass wir ins Loch unten reinfahren. Da müssen wir aber, wenn ich es richtig sehe, hinten rein. Wir können hier hinten runterfahren. Da können wir in das Loch rein und... Achso, da ist eine Rampe hin, gell? Ja, und da hinten können wir ein bisschen spielen. In das Loch dürfen wir nicht rein. Und da oben ist Renaturierung, da dürfen wir auch nicht rein. Was wir auch machen können, Carsten, im Unimog zumindest, wir können hier runterfahren, ja. Und die Rampe wieder hoch. Hinten hoch, ja. Ja, das aber ist die steile. Ja? Ja. Das packt er. Ja, natürlich. Deswegen fahren wir mit dem Unimog und gehen nicht zu Fuß, weil es ist viel einfacher im Unimog. Okay, also wenn ich dumme Fragen stelle, ich glaube, es ist von außen gar nicht so spektakulär, wie es von innen ist. Wenn du, glaube ich, runterfährst und du bist es nicht gewohnt. Es ist glaube ich, eher umgekehrt. Echt? Es kommt einem von innen bei weitem nicht so schlimm vor, als wie es von außen aussieht. So, ihr fahrt mal bitte, ich bleib draußen, ich renne euch hinterher oder davor, mal gucken, wie wir es machen. Und dann, ja, machen wir es mal. Kann ja mit draußen bleiben. Carsten, dreht eine Runde, ich bleibe ja, bei dir. Dann gerne. Kann ich das ein bisschen kommentieren. Und du hast Funkgerät dabei. Wir können kommunizieren. Genau, dann würde ich erstmal hier runter und hinten die Rampe hoch, ja, drehen oben und, da, genau, und dann wieder runter. Wieder runter, genau. Ganz genau. Ja. Ich würde schon gerne so ein kleines bisschen mitlaufen, weil ich ein extremes Weitwinkel drauf habe, mhm, und dass wir das Ganze mal filmen. Aber ich würde es gerne in Echtzeit machen. Also ich glaube, wir finden zueinander. Okay. Ja, ich mache das Ganze in Schritttempo, dass du auch hinterherlaufen kannst. Genau, dass du das auch mal in kleinem Blick erklärst über das Funkgerät. Mhm. Ich höre dir zu, ich habe das Mikro dann am Funkgerät dran, vom Stefan, Carsten. Ja. Gut, dann hol mal. Den Sprinter fahre ich da schnell auf die Platte. Ja. Ja? Okay. Und dann kommt der Carsten an uns vorbei. Prima. So machen wir es. Genau so. Gut. Ich bleib hier. Okay. Ich laufe dann. Du läufst? Ich laufe. Okay. Dann habe ich wenigstens ein paar Außenaufnahmen. Ja. Aber das Blau ist so scharf. Das Blau mit dem Silber, das hat was, gell? Ja. Das ist toll. Toll. So ein Auto darf man auch mutig fahren, also. Ja, aber das Blaue ganz anders. Er hat mir nämlich gesagt, dass auch der Kleine dem Großen im fast nichts nachsteht. Ein Wetter. Also wenn ich jetzt hier tief unten bin, können wir auch irgendwo in Afrika sein, theoretisch. Aber nein, wir sind in Oberbayern. Boah, die Rampe ist aber auch... So, ich zieh mal das Tele... Nee, das Weitwinkel ein bisschen auf. Mal gucken.
Im Prinzip so ein Radlader, der hier fährt, der kommt ja auch locker hoch, oder? Im Prinzip ja, der ist natürlich auf die Kraft ausgelegt und auf die Traktion ausgelegt, aber der tut sich auf der Straße halt relativ schwer. Okay. Sag mal, die Bergabfahrhilfe, hat er sowas? Bergabfahrhilfe an sich brauchen wir hier nicht, das mache ich mit der Motorbremse. Okay. Ich habe die Geländeuntersetzung drin, das heißt, ich habe ein kurzes Vorgelege und habe eine sehr wirksame Motorbremse und kann hier im niedrigen Gang mit der Motorbremse ohne mitzubremsen runterfahren. Okay, immer. So, das Funkgerät. Das Funkgerät, ja. Genau, wenn du es mal gerade ganz laut machst, bitte, so laut wie es geht. Dann habe ich es ein bisschen einfacher. Mach mal Sprachtest. Okay, 1, 2, 3. Ja, perfekt. Ja, dann walte deines Amtes. Das ist aber eine coole Socke, der Carsten. Also ich. Absolut. Und du kannst ihn egal was fragen, wir haben ja nichts vorbereitet. Einordnung, ich bin jetzt im dritten Gang in der Untersetzung. Tempo ist etwa 4 km/h und das Ganze so mit halber Drehzahl und ich lasse ihn jetzt einfach mal hier rausklettern. Und er gibt Gas jetzt ein bisschen? Nein. Nein. Er lässt ihn klettern. Er lässt ihn klettern. Das macht das Auto, das kann das Auto. Und das ist also für den Unimog noch keinerlei Anstrengung. Ungefähr die Steigung, was denkst du? Was ist das? 15 Grad. 15 Grad. Da geht noch mehr? 45. Echt? 45? Unimog kann 100%. Also 100% ist 45 Grad? Ja. Ja. Ja, mal eben, oder? Ja. Es schaut spektakulär aus, aber für einen Unimog ist es halt eine Straße. So, das wäre jetzt auch für deinen Blauen kein Thema. Den Blauen komme ich auch hoch, ja. Gott. Ja. Hat der auch so einen Gang, dass er gar nichts machen muss und selber hochfährt? Der ist elektronisch geregelt, auch wenn ein Rad durchdreht, dann wird das elektronisch abgebremst. Der hat also keine Differentialsperren, der Sprinter. Und hat natürlich für das Fahrzeuggewicht ausreichend Leistung. Fährt aber natürlich nicht so souverän und langsam hoch wie jetzt diese LKW-Technik. Da beziehe ich die Iveco Allrads mit ein, die einfach dafür ausgelegt sind, mit hohem Drehmoment und extremer Untersetzung ganz langsam zu fahren. Der Sprinter hat eine Untersetzung von 1 zu 1,4, also eine relativ moderate Übersetzung, dass ich ein bisschen langsamer fahren kann. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg und kommt gleich wieder. Also ich glaube, wenn er runterkommt, das ist auch nochmal ein tolles Fotofinish für euch. Ja. Das Coole ist, wir filmen ja in 4K. Das heißt, du kannst die Bilder dann nochmal verwenden. Die schenke ich dir. Da freut mich wirklich. Ja, du kannst. Das ist eine super Sache, ja. Und du kannst aus 25 Bildern pro Sekunde sogar wählen. Da habe ich also richtig Auswahl. Nee, ich schicke dir mal die Rohdaten. Das super. Ist, glaube ich, ganz, ganz toll. Ja, ja. Aber hätte es besser kommen können? Jetzt mal ganz ehrlich, es war ja die ganze Zeit so uselig, oder? Und jetzt ist auf einen Schlag. Perfektes Wetter, oder? Ja. Königswetter. Und wenn du jetzt hier so bist, das könnte ja auch irgendwo in Afrika sein hier, oder? Man sieht's nicht. Ja. Das sind auch tatsächlich das eine oder andere Prospektbild ist hier aus der Region. Du alter Faker. So, und jetzt den Berg runter. Ich fahre das Ganze im dritten Gang in der Untersetzung und nur mit der Motorbremse, ohne mitzubremsen. Und die Geschwindigkeit liegt irgendwo zwischen 2 und 3 km/h. Wenn er mal kurz beschreibt, wie die Motorbremse funktioniert. Also ist das ein Taster oder ist das nur so ein Schalter? Das ist der Hebel auf der rechten Seite, den drückst du nach vorne und machst damit die Drosselklappen zu. Okay, der hat Stufen? Oder? Der hat 2 Stufen. Okay. Ja. Fährst du Motorbremse Stufe 1 oder Stufe 2? Das ist aktuell die Stufe 1. In der Stufe 2 würde ich mich so um 1 km/h rumbewegen. 1 km/h. Ja, ist extrem langsam. Damit aber auch extrem sicher, weil ich halt, dann kann Partner problemlos nebenher laufen und wirklich Anweisungen geben. Das heißt aber jetzt ein Retarder braucht man gar nicht für so ein Auto. Nein, der macht es über Drosselklappen. Das heißt, der macht also wirklich die einzelnen Zylinder zu, sodass ich über den komprimierten Luftdruck bremse. Das ist extrem effektiv und es wird nichts heiß dabei. Zwischenzeitlich kann ich die Motorbremse sogar ganz rausnehmen und arbeite allein mit der normalen Motorbremskraft, ohne die Drosselklappe.
Da ist natürlich der Hubraum auch entscheidend. Das geht mit meinem Iveco überhaupt nicht. Der neue hat sogar eine Bergabfahrhilfe. Habe ich schon probiert, bis 30 km/h klappt. Mhm. Bremst automatisch. Aber leider hat Iveco keine Drosselklappenbremsen. Das wäre schön, oder? Das wäre super. Gut, du bist ja da direkt an der Quelle. Ja, ich habe natürlich auch schon diskutiert mit denen. Aber das bringen sie nicht durch. Obwohl es das für den Motor gibt. Also der. Stefan, ich darf dir mal ein Kompliment machen. Das ist eins der schönsten Autos, die ich hier gesehen habe. Vielen Dank, das freut mich. Und da vorne die Lichtanlage, die ist so cool. So reduziert. Ja. Einen Lichtbalken hätten wir noch drauf, aber wir haben den Ersatzradträger gerade nicht dabei. Der kommt noch oben drauf. Aber ein Unimog ist immer ein Fahrzeug, was man gerne sieht und wo man überraschenderweise auch nirgends irgendwo Probleme hat. Es wird immer anerkannt. Die Unimog finden immer alle Leute toll. Nie protzig, nie angeberisch oder so, sondern die kommen immer und sagen, boah, was für ein tolles Auto. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Sag mal so, die Räder bleiben immer am Boden oder kann es sein, dass auch mal eins abhebt? Es kann auch sein, dass eins abhebt, aber da muss man sich beim Unimog ordentlich Mühe geben. Genau. Ja, ich würde schon mal gern sehen, wie du da hochfährst, wenn ich ganz ehrlich bin. Mit dem Sprinter? Mit dem Sprinter. Dann mach ich das mal eben. Ich fahr mal mit. Ja. Das ist. Oder weißt du was? Du fährst einfach mal ein Stückchen hoch, ja. Und dann vielleicht mal ein Stück wieder runter. Nimmst du mich mit und dann fahre ich mal mit hoch, okay. Dass man das Ganze mal sieht. Denn du hast mir erzählt, also das, was der Unimog kann, das kann der Sprinter fast. Also der Unimog kann natürlich deutlich mehr als der Sprinter. Ja. Der hat andere Geschwindigkeiten, er kann viel langsamer, er hat viel mehr Bodenfreiheit, er hat ganz andere Räder, er hat ganz andere Reifendrücke. Das heißt, mit einem Sprinter kann schon sein, dass mir hier den Rad ein bisschen durchgeht. Das ist beim Unimog noch lange nicht der Fall. Weißt du was, ich fahre dir hinterher. Was hältst du denn davon? Oder so. Mit dem Unimog. Dann ja. Steige ich mal bei ihm ein. Mach das. Das ist ja cool. So, ich komme mal kurz zu dir rein. Ja. So, jetzt ist hier eine Besonderheit. Hier ist eine Öffnung. Ganz genau. Das kannst du die öffnen? Aus Militärzeiten. Das sogenannte Panzerturmlook. Ich kann hier also mit normaler Drücke auf den Hebel drehen. Warte, mache ich. Kannst du das Ganze hier auf die Seite schieben. Okay, das würde mir nämlich enorm helfen. So, wir haben jetzt mal gesagt, er fährt jetzt auch mal da hoch, ja. Dass wir das Ganze mal sehen. Und wir waren ja gerade ein bisschen auf dem Weg. Das ist natürlich toll, wenn du Fotos machen möchtest, die Luke, oder? Ja, logisch. Das ist zum einen natürlich für Fotos, zum anderen kann ich da auch aus dem Fahrzeug nach oben mal raus, wenn ich auf den Aufbau irgendwie drauf möchte. Also es ist, ja, und ich kann natürlich Sonne reinlassen und Frischluft reinlassen. Frischluft ist auch ein Thema, gell? Ja. Okay. Ich bin bereit. Und du kannst. Genau, du fährst mal kurz hinterher, sag mal so, Yves. Ja. Damit du auch was zu tun hast. Und ich glaube, wir machen oben nochmal zu. Das ist ein bisschen ruhiger. Er ist schon oben. Er war zu schnell. Das ist unglaublich. Ja, auch der Sprinter hat natürlich eine Geländeuntersetzung und ist eigentlich ein relativ geländegängiges Fahrzeug. Man darf diesen Sprinter nicht unterschätzen. Und auch hier, ich tue mich jetzt auch leicht. Ich bin vorhin im dritten Gang raufgefahren, jetzt bin ich im fünften Gang und fahre das Ganze ein bisschen schneller, weil ich mit Stefan hinterherkommen möchte. Und ich bräuchte mich hier gar nicht großartig anstrengen. Stefan meinte, 45 Grad geht. Natürlich, solange ich Bodenhaftung habe, komme ich auch die 45 Grad problemlos drauf. Das ist aber schon Angst, oder? Du kennst es. Ja, es ist Gewohnheit, sag mal so. Das. Genau, wenn du ihm mal gerade sagst, er soll mal bitte runterfahren, dass wir also relativ nah mal an ihm ran sind. Stefan, beim Runterfahren fahren jede mal direkt nah hinten dran hinterher. So. Das hier wäre zum Beispiel jetzt rutschiger, oder?
hier so Kies, wenn du das hochfährst? Ja, es kommt immer auf den Untergrund an. Also Kies ist natürlich von Haus aus schon einmal rutschiger. Da rollt mir eher mal der Kies unterm Reifen weg. Ich muss meine Fahrweise anpassen. Eventuell die Differentialsperren nutzen oder ein bisschen mehr Schwung nehmen. Da muss ich mich auf den Untergrund einfach einstellen. So, wir haben eben mal kurz gesagt, das Gefälle oder die Steigung ca. 15 Grad, würdest du auch sagen? Ja, so zwischen 15 und stellenweise bis zu 25 hätte ich jetzt grob geschätzt. Gut, aber... Ach so, hinten der Sprinter, kann der auch 45 Grad? Nein, das kriegt er nicht ganz hin. Aber es geht viel mit dem Sprinter, oder? Es geht definitiv mehr, als man ihm zutraut. Also man darf diesen Sprinter, wie gesagt, nicht unterschätzen. So, man sieht ja jetzt von hinten auch die Winkel, die er hat. Also er hat ja auch gute Böschungs- und Rampenwinkel. Gerade mit dem kurzen Sprinter hier auf dem 366er. So, er soll mal gerade ein bisschen langsamer machen, bitte. Machen wir ein bisschen langsamer. So, dass wir etwas näher rankommen, denn... Mal gucken, ja, ich habe den Weitwinkel voll aufgezogen. Ah, jetzt sieht man schon vorne das Vorderrad, der bremst. Das Vorderrad dreht durch oder bleibt stehen. Du kannst die Bremse wieder ein Stück aufmachen, du gräbst dich an. Ja, jetzt sieht man mal, wie weich der Boden eigentlich ist. Ne? Wie er beim Bremsen schon mit den relativ kleinen Rädern im Vergleich zum Unimog natürlich in den weichen Boden einsinkt. Das ist aber noch gar kein Thema, oder, hier? Ist alles überhaupt kein Thema, nein. Das ist, wie gesagt, alles ein bisschen einstellen auf den Untergrund und absolut fahrbar. Auch so mit dem Sprinter. Wenn es jetzt nass wäre, wäre die Situation anders hier in der Kiesgrube? Ja klar, nass ist immer ein anderes Thema. Wenn ich jetzt einen nassen Erdboden habe oder einen nassen Lehmboden, der rutscht natürlich ganz anders. Und dann ist es teilweise auch so, dass ich keinen Meter mehr vorwärts komme. Dass ich mit vier durchdrehenden Rädern einfach dastehe und keine Chance mehr habe. So, du darfst mir mal ganz kurz... Genau, wenn du mal so lieb bist, dem Stefan auch gerade mal sagst, wir erklären mal ganz kurz den Unimog, wenn das okay ist. Hallo Stefan. So, wir machen jetzt mal eine kurze Erklärung vom Unimog. So, warte mal kurz, ich mache mal gerade die Klappe oben auf, denn es ist warm. Und das ist natürlich eine prima Sache hier oben, das Loch. Und ich mache meinen Weitwinkel nochmal auf. Da sind wir. So, das ist das Lenkrad. Das ist das Lenkrad, ganz genau, schön groß und griffig, ist auch voll verstellbar in der Höhe und in der Weite. Ich habe jetzt hier natürlich bei dem Unimog, man sieht so schon PKW-Komfort mit Bordcomputer und allem drum und dran. Ich habe hier eigentlich am interessantesten natürlich den Wahlschalter für Allradantrieb, Differentialsperren vorne und hinten. Jetzt haben wir aktuell nur den Allradantrieb drin, das heißt, ich habe vorne und hinten eine starre Verbindung. Differentialsperren brauche ich hier noch keine. Ich kann hier mein ABS umschalten auf Offroad-Betrieb. Dann lässt es mehr blockierende Räder zu als im Straßenbetrieb, weil ich am Gelände oftmals ein blockierendes Rad haben möchte, was mir so einen kleinen Keil aufbaut, wie wir es gerade gesehen haben beim Sprinter, beim Runterfahren. Der Esel nebendran ist meine Geländeuntersetzung. Die sorgt also dafür, dass ich viel mehr Kraft habe bei viel weniger Geschwindigkeit. Eine Untersetzung. Eine Untersetzung, ganz genau. Das ist quasi nochmal ein Vorgelegegetriebe, was zwischen dem Motor, beziehungsweise zwischen dem Schaltgetriebe und dem Verteilergetriebe ist. So, jetzt wird spannend. N, da kann ich einfach meinen, ich kann es mal gerade vorführen. Starte das Ganze mal. So, hier passiert erstmal gar nichts, weil da kann ich mein Verteilergetriebe in Leerlauf schalten. Ah, das ist alles. Hier habe ich einen Nebenantrieb, den ich schalten kann. Okay. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel ein Hydraulikaggregat dranhängen. Da könnte ein Stromaggregat dranhängen, alle möglichen Anbauteile, was der Unimog so kann. Hier habe ich meine Reifendruckregelanlage, weil prinzipiell hier kann ich sie aktivieren, hier kann ich meinen Reifendruck hoch und runter regeln während der Fahrt. Wie funktioniert das? Ich habe quasi in den Achsen meine Luftleitungen, über die Vorgelege geht das raus ins Rad und am Rad selber habe ich die kleinen Schläuche aus der Radnabe raus ans Ventil. Und kann hier eben meinen Druck rauf und runter regeln, dass ich im Sand zum Beispiel den Druck ablasse, den Reifen quasi eine größere Auflagefläche biete und dann quasi nicht so schnell einsinke. So, ich mache mal gerade zu, dann ist die Sonne nicht ganz so bei dir da. Was mich interessieren würde, den Druck selber, kannst du den sehen im Display oder wie läuft das? Können wir jetzt gerade auch mal schauen.
Aktivieren wir das Ganze nochmal. Den gerade mal wegklicken hier. So, hier kann ich meinen Druck. Ich muss mal ganz kurz an dir vorbei auf den Schalter. Hier kann ich ihm sagen, wo er hin will. Auf Straßenbetrieb, auf Cross-Country, also Geländebetrieb, Mud and Snow. Das blendet dann allerdings immer wieder aus. So, hier könnte ich jetzt einstellen Cross-Country, also sprich in schnelleres Geläuf, zum Beispiel Wald oder Sand oder Schlamm. Da geht er noch weiter runter. Und Notfallbetrieb lässt er mich jetzt so gar nicht rein. Notfall heißt? Notfall heißt, ich kann da bis zu 10 km/h mit glatten Reifen fahren. Achso, er pumpt dauernd nach. Ganz genau. Genau. So, jetzt gehe ich aber gerade nochmal wieder drauf auf Straßenbetrieb. So. Ist das eine Extra, die Pumpanlage? Das ist ein Extra von Unimog. Kann ich ab Werk mitbestellen. Ist jetzt auch nicht unbedingt so günstig, sind ein paar tausend Euro. Aber ist auf alle Fälle fürs Gelände natürlich super. Ich glaube auch. Ich habe hier noch die Möglichkeit, eine Parkbremse auf alle 4 Räder einzuschalten, weil die normale Handbremse geht ja nur auf die Hinterachse. Und hier kann ich mit der Parkbremse alle 4 Räder mit beaufschlagen. Also wenn ich extrem steil zum Beispiel stehe oder? Ganz genau, genau. Es gibt Situationen, wo ich einfach alle 4 Räder gebremst haben möchte. Wenn ich im Seilwindenbetrieb zum Beispiel bin, dann möchte ich es über alle 4 Räder haben. Ja, daneben, das sieht spannend aus. Daneben ist schlicht und ergreifend für meine Abgasreinigung, dass ich den Partikelfilter auch im Stand reinigen kann. Oh, das geht bei mir nicht. Da muss ich mal auf die Autobahn konstant 120. Ganz genau, und konstant 120 mit dem Unimog tue ich mir ein bisschen schwer. Deswegen habe ich das hier die Möglichkeit, manuell zu schalten. So, das ist die Klimaanlage? Das ist klassisch die Klimaanlage, ganz genau. Das ist die Motorvorwärmung. Das ist einfach die Lichtkontrolle, ob alle Lichter und Scheinwerfer funktionieren. Interessanter wird es rechts daneben. Das ist meine 230 Volt Lichtmaschine. Da habe ich einen Generator quasi am Motor mit dran. Nochmal, der liefert direkt 230 Volt? Liefert direkt 230 Volt bis zu 5 Kilowatt. Das heißt, da kommt also richtig Saft hinten an. Da kann ich also, wenn es sein muss, ein Einfamilienhaus betreiben. Aber zumindest, ich kann meine Klimaanlage hinten betreiben. Ich kann meine Batterien extrem schnell laden. Und ich habe natürlich ständig 230 Volt dann im Fahrzeug. Also, der ist ab Werk oder ist das irgendwie ein... Das ist eine Nachrüstaktion, die über uns stattfindet. Das kann ich also für fast alle Modelle bei uns mitbestellen. Ist ganz praktisch eben für die Leute, die sagen, ich will eine externe Stromversorgung nicht unbedingt am Campingplatz machen, sondern will autark sein in der Richtung. Okay, das heißt, das ist eine 230 Volt Lichtmaschine direkt. Ganz genau. So. Eine Lichtmaschine, wie man sie vom Auto her kennt. Ein bisschen größer dimensioniert das Ganze und liefert mir gleich 230 Volt. Das ist ja praktisch. So, und das heißt, wie ist sie da dran? Ist sie da auch mit dem Keilriemen dran? Oder? Die läuft über die Keilriemenscheibe, ja. So, unten, das ist was? Unten ist hier einfach die heizbare Frontscheibe. Heizbare Frontscheibe? Heizbare Frontscheibe, ganz genau. Weil du siehst aber gar nichts, das ist so fein. Ganz leicht über die Drähte ein bisschen gegen das Licht. Ja, aber nicht so wie bei dem Iveco, also wo ich es habe. Ganz genau, das ist, wie gesagt, hier sind wir Mercedes, ist da ein bisschen in der Richtung auch vollflächig beheizbar. Nicht wie der Iveco, der nur beim Scheibenwischer unten beheizbar ist. Nebendran habe ich meine 12-Volt-Steckdose, die ich einschalten kann. Achso, die Tanks kannst du auch umschalten? Tanks kann ich umschalten vom Vorderen auf den Hinteren. Genau, und das ist eigentlich so im Großen die Bedienung. Hier habe ich Fensterheber und Spiegeleinstellung. Ja. So, da vorne ist die Klimaanlage natürlich manuell. Auch zwei Zonen, da lachen die Hühner in dem Bereich. Nein, tatsächlich mit Außenluft und Umluft. Hier drüben ist Umluftbetrieb, hier ist normaler Außenluftbetrieb. Ja, aber ich kann jetzt nicht für den Beifahrer getrennt einstellen, wie die Temperatur ist. Nein, dafür hat der Beifahrer sein eigenes Fenster. So, Multifunktionslenkrad, du hast einen Limiter mit drin. Genau, ich habe ein Tempomat, ich habe einen Limiter mit drin. Ich habe eigentlich fast alle Funktionen wie im Pkw. Ich habe eine Freisprecheinrichtung drin fürs Radio, Radiofernbedienung drin. Ich habe meinen Bordcomputer drin, wo ich hier meine, hier sieht man auch schön die Reifendrücke jetzt. Sag mal, wenn du den Motor ausmachst, du machst das über einen Schlüssel oder mit dem Fuß? Nein, also wir sind tatsächlich inzwischen so weit, dass wir auch einen LKW über den Schlüssel ausstellen können. Das geht. Früher war das tatsächlich über den Fußtaster, als ich mit der Motorbremse Motor abstellen musste, ist heute alles mit Schlüssel. So, das heißt, du kannst auch hier natürlich ein EG-Kontrollgerät installieren, wenn du jetzt... Genau. Beim Wohnmobil brauchen wir es eben nicht, Gott sei Dank. Aber ansonsten würde hier oben dann das Kontrollgerät sitzen.
wo ich dann meine Fahrerkarte stecken könnte. Genau, ist ja auch ein Teil der Ausbildung. Also Teil der Ausbildung ist aber auch, dass du bei einem EK-Kontrollgerät immer so ein paar Minuten einplanen musst für die Vorkontrolle. Das ist sehr ernst zu nehmen bei dem Auto? Ja, ich sag mal, die Vorkontrolle ist die sogenannte Abfahrtskontrolle. Die sollte ich prinzipiell immer machen. Ja. Auch beim PKW sollte ich einmal drum rumgehen, schauen, ob irgendwelche Fetzen weghängen, ob noch genug Luft in den Reifen ist, rein optisch. Beim LKW natürlich noch mehr. Mhm. Da achte ich noch mehr auf ein paar Sachen. Einfach auch optisch, ist genug Luft in den Reifen, sehe ich, dass irgendwo ein Reifen ein bisschen platt ist, hängt vielleicht irgendwo ein Stein zwischen den Reifen. Das ist eine reine Abfahrtskontrolle beim LKW, die sollte ich immer machen. Hast du was Schönes, wo wir mal ein bisschen quer fahren können? Hier siehst du was? Also nur das, ich meine, das war jetzt nett, du bist jetzt einen Berg hochgefahren, 15 Grad, da werden die Leute sagen. Ich denke, hier im unteren Bereich, da lässt sich schon was finden. Wenn du noch kurz mal mit dem Stefan sprichst, ob wir, genau, Funkgerät mal. Stefan? Wenn ich da so hinterschaue, wir springen mal gerade raus und suchen uns mal eine schöne Strecke. Genau, das wäre gut, ich komme mal mit. Der ist nämlich... Ich bin eingesperrt. Wo ist hier der? Spannend, wenn du hier so eine Tür hast und du weißt nicht, wie du rauskommst. Gott, spätestens jetzt, wenn die Leute sagen, Mensch, mach einen anderen Job, du kommst nicht aus dem Unimog raus. Hier ist auch zu. Ich hab's. Da vorne. Der Hebel, der ist es. So, und wie immer habe ich natürlich, muss gerade das Mikro ablegen, schon ganz schön tief hier, wenn du hier so guckst. Ups. Da sind wir, da gehe ich mal kurz zu den Jungs. Boah, Stefan, ich glaube, wir geben hier ein total falsches Bild ab von dir. Weil das ist ja nicht so, dass ihr jeden Tag in der Kiesgrube seid, oder? Leider nein. Das wäre aber eine Alternative. Wir brauchen noch eine Dienstkiesgrube. Eine Dienstkiesgrube, aber das ist doch genial hier, oder? Für egal was für Tests. Ja, das ist super. Und wenn der Kunde so kurz vor der Unterschrift ist, ja, dann fährst du nochmal hier mit rein. Keine Ahnung. Also, sie kommen erst wieder raus, wenn sie unterschrieben haben. So, ja. Nee, aber... Wenn sie einen probiere, ja. Genau. Wir haben beschlossen jetzt, wir fahren unten runter. Ja. Und genau da drüben, in diesem Tal, da gehen wir mal kurz mit dem Unimog rein. Ja, sehr schön, das machen wir. Ich fahre mal mit dir mit. Aus, ja? Genau. Ich fahre dir mal hinterher und dann gucken wir mal. Raus, ja. Du arbeitest dich runter, Carsten. Auf, wie geht's? Es war schön, dir zuzugucken, also denn... Man sieht die Unterschiede einfach. Genau. Der Sprinter kann das, aber der Sprinter ist hier schon grenzwertig. Der hat keinen Abfahrassistent. Und dementsprechend ist er schneller, das heißt, du musst mitbremsen. Und beim Mitbremsen, habt ihr ja gesehen, gräbst du dich schon ein bisschen mit den Rädern im feinen Schotter ein. Genau, ja? Komm. Und das sind einfach die Unterschiede. Ich hab's gesehen, also das Vorderrad war so ein bisschen eingegraben. Aber Stefan, du hast zu mir gesagt, das Thema Fahrertraining, ein guter Fahrer, der holt fast aus jedem Auto noch viel raus, oder? Ja, absolut. Sag mal, du wärst hier jetzt mit dem Heckantrieb, wärst du schon verloren hier? Auf dem weichen Schotter, denke ich, hätte man hier schon verloren gehabt. Ja. Boah, ist das eine Maschine, dieser Onimog, wenn da drin sitzt. Allein schon, wenn du so vom Campingplatz losfährst und der klingt ja schon ganz anders. Ja, ist doch schön, oder? Rechts hoch, Carsten. Ganz außen rum. Es geht irgendwo bei den unter den Förderband durch. Nochmal bitte, ich habe akustisch nicht verstanden. Es geht unter dem Förderband durch. Copy. Ich habe jetzt hier beim Sprinter ein Allrad eingestellt und den Low Range. Ist aber natürlich von der Untersetzung her eine ganz, ganz andere Sache. Und das ist jetzt die Sache, ich fahre extrem langsam und ich fahre jetzt mit dem Wandler.
nicht mit der schleifenden Kupplung, sondern ich bin jetzt auf dem Wandler und kann halt jetzt raus beschleunigen und könnte jetzt auch schalten, ohne dass der Vortrieb abreißt. Wenn ich in so einem Steilhang mit weichem Untergrund auf die Kupplung trete, dann stehe ich sofort. Und dann wieder anfahren ist immer eine schwierige Sache. Gut, es fängt dann direkt an zu riechen. Das heißt, die Kupplung arbeitet. Ja, das riecht man dann ganz stark. Und beim Offroad-Training riecht man auch, ob der Kunde sich dran hält, dass er den Fuß vom Kupplungspedal nimmt. Ah! Also ich merke schon ein bisschen, also es ist ja der Unimog hatte jetzt eine Halbautomatik drin. Das heißt, der hat immer noch eine Kupplung dann. Beim Unimog kannst du sogar ein Kupplungspedal ausklappen und kannst ihn mit der Kupplung fahren. Der kann Vollautomatik fahren, Halbautomatik, ja, dass du einen Wippen hast. Ich denke, da geht's runter, ja. Ja, ja. So, ich mache nochmal meinen Weitwinkel ein bisschen zu. Für alle Fans der Fotografie, wir filmen mit einem APS-C auf 18 Grad, 18 mm und üblicherweise übrigens auf 10 mm mit dem neuen Sony Objektiv. Ich will ja keine Werbung für Sony machen, aber das Objektiv ist wirklich gut. Kamera ist übrigens eine Alpha 6600, weil das fragen mich jeden Tag Leute. Mit was filmst du da? Und dann. Okay. Ich nehme an, du wirst auch überschüttet mit tollen Bildern. Also die Leute, die unterwegs sind, machen viele Fotos, gell? Ja, auf jeden Fall. Und ich sag ja mal, das ist, sieht man schön, wie der Unimog jetzt verschränkt hat. Ja. An der Stelle hätte der Sprinter schon ein Bein hochgehoben und der Unimog hat noch vier Füße auf dem Boden. Genau, jetzt fahren wir hier den Steg da entlang, aber hier fahren auch die schweren Geräte, das heißt, das hält. Wenn ein Kieslaster mit, was weiß ich, 40 Tonnen fahren kann, dann können wir auch fahren. Das ist von der Technik gleich, oder? So ein Kieslaster ist, steht dem nichts nach, so ein Unimog. Ist halt alles wesentlich massiver gebaut und deutlich schwerer gebaut. Ja. Aber auch ein Kieslaster hat die Differentialsperren, hat große Räder, hat eine Untersetzung. Der Unimog als universelles Motorgerät ist natürlich speziell dafür ausgelegt, extreme Situationen zu bewerkstelligen. Sag mal, die großen Räder, das kenne ich ja, Traktor. Das heißt also, je größer die Räder sind, desto mehr Traktion habe ich, weil zeitgleich mehr aufliegt. Genau, desto geringere Flächenpressung, weil du halt einfach eine größere Auflagefläche hast. Und im Verhältnis zur Radgröße ist das Schlagloch kleiner. Und der Stein, den man überfährt. Wenn du mit einem richtig großen Reifen einfach noch locker drüber fährst, stehst du mit einem kleinen Reifen schon an und schaffst es nicht mehr. Ja, ich kenne das aus dem Mountainbike. Mittlerweile 29 Zoll vorne, damit eben gerade Schlaglöcher, die sind dann nicht mehr so schlimm. Ja. So, und es gibt den nächsten für den Sprinter. Hast du erzählt, ich glaube, es war der Sprinter. Nee, es war der Iveco. Macht der eine neue Felge? Iveco kriegt eine 20 Zoll Felge mit einem 37 Zoll, also ein 37 13,5 R20. Das wird dann ein sehr, sehr spektakuläres Rad. Und mit den Langsamfahreigenschaften vom Iveco oder sowas würde das, was wir mit dem Unimog gerade fahren, kann der Iveco hier locker mitfahren. Das müsst ihr nur dem Kollegen das uns ein bisschen absprechen, dann kann ich das nämlich mal filmen. Ich stell jetzt einen Sprinter hier hin und dann fährt der Carsten da hinten runter. Ich glaube, ihr bleibt besser draußen aus dem Ding, das ist ziemlich weich. Wir wollen ja den Unterschied Sprinter zu Unimog zeigen. So, das heißt, ihr bleibt besser draußen. Wir bleiben hier. So. Ich kann aber zu Fuß dahin oder wie sollen wir es machen? Komm. Ja, das macht nichts. So, wow, ist das ein Männersandkasten hier. So, Carsten, du wolltest es wissen. Wenn du mich mal kurz in Szene setzt, wenn ich jetzt Offroad fahre, du hast mir erzählt, es läuft öfter mal einer mit, der geht vor. Was hat der für eine Aufgabe?
Grundsätzlich muss ich wissen, wo ich hinfahre. Ich will also im Gelände erstmal wissen, wo fahre ich überhaupt hin? Wie sieht mein Gelände aus? Nicht, dass ich irgendwo reinfahre, wo ich nicht mehr rauskomme. Oder im Extremfall über eine Kuppe fahre und dahinter ist einfach nur noch senkrecht runter. Deswegen steige ich dann immer selber aus oder habe meinen Einweiser dabei, der vorausgeht und das Gelände anschaut. Warte, ich zeig's mal. Ja, das Profil schaut sofort so aus. Warte, zeig's mal. Das Profil schaut sofort so aus. Lehm, gell? Lehm. Und damit ist das Profil zu und das muss ich vorher wissen. Genau, warte mal. Das ist ein selbstreinigendes Offroad-Profil, das geht noch. Wenn ich mit Sprinter hier reinfahre, bin ich unterwegs, als wäre ich auf Slicks. Das war der Grund, warum er direkt gesagt hat, mit den Reifen. Es ist weich und das sind nicht die richtigen Reifen, dafür ist nicht grobstollig genug. Gibt es Reifen, die besser sind für einen Sprinter? Nein, es ist immer, das Thema Reifen ist natürlich sehr abhängig von dem Untergrund, auf dem ich fahre, dem Einsatzzweck. Es gibt nicht den perfekten Reifen. Es gibt nur den Reifen, der für den Untergrund eben passt. Okay, das heißt, also ich habe im Zweifel mehr Reifen dabei. Das ist beim Unimog ja nicht so einfach. Entweder habe ich einen Anhänger mit vielen Reifen. Das macht natürlich niemand. Nein, ich brauche einen Kompromissreifen. Wo ich sage, der Unimog ist natürlich auf Offroad ausgelegt, aber die Michelin XZL, wenn ich damit Langstrecke fahre, radiere ich mir den einfach runter und mache ihn letztendlich kaputt. Der All-Terrain, wie der Name sagt, ist ein All-Terrain, also ein Reifen, der überall mitspielt, im Umkehrschluss aber nirgends perfekt ist. So, wo wäre jetzt der Baum, der dich rauszieht? Ja, hier natürlich nirgends. Das heißt, hier muss ich vorher darauf achten, wo fahre ich überhaupt hin. Und im Zweifelsfall ist der Baum dann ein großer gelber Radlader. Komm, ich schau mal ganz kurz. Genau, du kannst jetzt im Zweifel anrufen. Jetzt sind wir ja vor 5 Uhr oder so, dann geht das noch. Genau, wir sind in einer kontrollierten Umgebung. Bin ich natürlich in freier Wildbahn unterwegs, schaue ich, dass ich immer zwei etwa gleichwertige Fahrzeuge habe. Dass wirklich einer den ganz anderen wichtig, bergen kann. Gell? Genau. Ist ganz wichtig, ich mache sowas nicht alleine. Ist wie beim Tauchen, Buddy-System. Beide mit Winde. Im perfekten Fall beide mit Winde. Wie so Bergsteiger, der eine sichert den anderen ein bisschen ab. Ganz genau, das ist dasselbe System. Und die selbst reinigenden Reifen, das bedeutet, das Profil ist... Du hast hier, siehst ein sehr grobstolliges Profil mit einem sehr hohen Negativanteil. Das heißt, der Negativanteil, das sind diese Gräben hier, die man sieht. Ne? Und man sieht es hier schön, der Dreck geht hier rein. Mhm. Und durch die Umdrehung, durch diesen hohen Negativanteil, wird das relativ schnell wieder rausgeschleudert. Hat keine Chance, da drin zu bleiben. Hat gar keine Chance, da großartig sich festzusetzen. Und noch dazu sind die Blöcke auch ein bisschen konisch geformt. Das heißt, die gehen nach unten breiter zu. Das heißt, der Dreck wird nicht im Reifen gehalten, sondern wird rausgeschleudert. So, die Aufgabe wäre jetzt für deine Prüflinge, wenn du welche hättest hier? Die allererste Aufgabe wäre natürlich erstmal Gelände sondieren, schauen, wo fahre ich überhaupt hin. Das ist das allererste. Ich habe eine gute Idee. Wir sind doch hier auf Privatgelände, oder? Ja. Ich weiß, was du willst. Mach. Genau, so. Er hat ja ein Funkgerät, du bleibst mit mir draußen, okay? Ja. Und ich sag mal, auf dem Privatgelände brauche ich ja keinen Führerschein, so ist es. Genehmigung haben wir. Ist abgeschlossenes Gelände, da können wir mal üben. Das dürfen auf euren Terrains auch mal Leute größere Fahrzeuge fahren, theoretisch, auf Privatgelände? Solange das Ganze abgeschlossenes Gelände ist, ist alles kein Thema. Kann man hier so sagen, ja. Also hier ist relativ wenig öffentlicher Verkehr. Boah, ich lieb euch. Du kamst ja auf die Idee, heute Vormittag hast gesagt, ey, komm, wir fahren mal in die Kiesgrube. Ich finde euch so cool. Ihr seid echt coole Socken. Ah ja, wir machen das mal. Dann kommt er auch mal zu seinem Spaß. Hat er bestimmt schon 100 Mal gemacht, ja. Der hat einiges drauf. Aber du hast ein cooles Auto gebaut, muss ich mal sagen. Das ist so der mit dem richtigen, ungefähr Stückzahl im Jahr. Wie viel macht ihr da? Unimox. Ja. Einen. Ja. Das ist eher so Fun-Faktor ein bisschen. Es ist ein sehr, sehr teures Fahrzeug und er kann unglaublich viel, was nicht jeder braucht. Mhm. Ja? Und es hat auch Nachteile, wenn sich das jemand just for fun kauft, mal weiß, man hat einen richtigen LKW jetzt da, oder? Was heißt Nachteil? Ich fahre ein Fahrzeug über 7,5 Tonnen, ich brauche einen LKW-Schein. Mhm. Und in dem Moment bin ich einfach in der nächsten Kategorie und wie gesagt... Ich meine so Lautstärke, Fahrkomfort, Spritverbrauch... Bin ich LKW? LKW. Bin ich einfach im LKW-Bereich. Ja, ich fahre große, grobstollige Reifen, die hört man, die singen immer so schön mit. Das ist aber eine Frequenz, die ich persönlich sehr gerne mag. Es stört mich nicht. Ja? Es stört mich nicht. Nein, es ist einfach so. Ja. Genau, es gibt andere Geräusche, die empfindet man als lästig. Das Singen der XZL mag ich. Ja, okay. Ja, das ist ein ganz typisches Geräusch. Man hört es auch auf der Autobahn, wenn einer an einem vorbeikommt und sagt, man, okay, der hat nichts. Du musst den Luftdruck bestimmen. Genau. So, wir machen nämlich jetzt mal eins. Das habe ich gemacht bei, wo war es denn nochmal?
waren das genau bei Volvo. Volvo Baumaschinen haben wir nämlich, sind wir nämlich einmal runter und einmal raufgefahren. Mhm. Und haben auch mal gestoppt. Das kann ja mal vorkommen, dass ich stoppen muss, muss wieder zurück. Ja, das kann natürlich vorkommen. Ich sollte es natürlich vermeiden und muss dann in der Regel auch erstmal rückwärts wieder runter, um dann vorwärts wieder hochzufahren. Ah, okay, das klappt nicht immer. Klappt nicht immer. Also im Berg stehen bleiben ist immer ein bisschen kritisch. Und da sollte ich wirklich schauen, dass ich rückwärts aus der Situation wieder rauskomme. Weil beim Anfahren, ich habe natürlich die Chance, dass mir das Fahrzeug einfach mal wegrutscht oder wegrollt und ich mit der Kupplung zu langsam bin. Deswegen sage ich immer rückwärts runter und dann nochmal neu ansetzen. Okay, wenn es aber gar nicht anders geht, weil es eben ganz eng ist, habe ich schon mal gesehen in so Filmen, da geht es so rechts im Berg runter und so. Auch dann ist es sicherer, rückwärts runterzufahren. Okay, verstanden. So, jetzt letzte Frage, bevor es losgeht. Die Gewichtsverteilung, das ist ja, glaube ich, ein wichtiges Thema, oder? Wie geht ihr da vor? Ist das 50-50? Auf den Rädern? Im LKW kann es nicht 50-50 sein, weil ein LKW ist immer dafür ausgelegt, dass die Last auf der Hinterachse getragen wird. Okay, weil die Hinterachse antreibt. Ist das der Grund? Nein, weil einfach die Last auf der Hinterachse, hinten drauf. Das heißt, eine Hinterachse kann immer mehr als die Vorderachse. Man sollte aber das Verhältnis Vorder- zur Hinterachse auch ungefähr einhalten. Es macht also keinen Sinn, wenn ich die Vorderachse am Minimum bewege und die Hinterachse am Maximum, sondern das Verhältnis sollte so sein, wie es auch vom Basisfahrzeughersteller gedacht ist. Also vorne ungefähr ein Drittel, hinten zwei Drittel, ist das so? Nee, weiß man nicht. Je nach Fahrzeug, Radstand, Auslegung. MAN hat relativ hohe Vorderachslasten, da kann man anders ausbalancieren als der Iveco Eurocargo zum Beispiel. Der hat vorne, glaube ich, 4 und hinten 18 oder 15 Tonnen oder irgendwie so. Also da hat einen relativ großen Unterschied vor der Hinterachse. So, du darfst rein. Ich soll fahren? Ja, du sollst fahren. Wer ist eigentlich dabei, das Fahrzeug zu reinigen? Habt ihr da so einen Aufbereiter? Das haben wir Mitarbeiter, ja. Okay. Sehr schön. Ja, ist ja so, die fahren ja ab und zu mal. Ja, Stefan Walter des Amtes, du darfst. Ich habe den Luftdruck schon angepasst. So, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Wirklich nicht, oder? Nein, aber tatsächlich, ich habe den Luftdruck beim Reinfahren schon runtergelassen. Stefan weiß ja genau, was er tut. Wir schauen jetzt mal, wo wir ihn runterschicken. Warte, wir gehen mal dahin. Ah, endlich mal ein bisschen Action hier. Ganz genau. Ich werde Stefan jetzt einweisen. Also Stefan hört jetzt eigentlich auf mich und schaut auf mich und fährt quasi dahin, wo ich ihm jetzt anzeige. Das ist mal ganz wichtig im Gelände-Teamwork. Ist das hier so eine ganz realistische Sache, die mir auf der Fahrt mal auch begegnen könnte? Hier so Lehm und... Natürlich. Je nachdem, wo ich unterwegs bin, kann mir das durchaus passieren. Ganz klar. So, sehr schön. Da steht er. Stefan, wenn du dann bereit bist, ich gebe dir den Weg an, ne? So, ich gehe nochmal auf die andere Seite zum Einweisen. So, ich komme mal mit. Dass wir das mal sehen. So, der Vorteil ist natürlich dieser Kriechgang, den du da hast. Das ist schon gut, oder? Ganz genau. Er kann das alles in kleinen Gängen machen. Und kann viel mit der Motorbremse arbeiten, ohne jetzt selbst da großartig eingreifen zu müssen. So, du zeigst gerade wohin? Ich zeige ihm jetzt einfach, wo er hinlenken soll. Und wir machen das eigentlich ohne viel Sprachkommandos, sondern mehr optisch. Man sieht also, wie er schon nach vorne geschoben hat jetzt gerade im Moment. Durchs Gewicht einfach und die eingeschlagenen Räder.
hier gerade um? Also hier rauf, ja. Drehst du gerade um? So, erzähl. So, nächste Runde. Ich lasse ihn jetzt hier hochfahren. Man sieht also diese Kante. Ich gehe mal einfach daneben. Da sieht man recht schön, was das hier eigentlich ist. Das ist so kniehoch. Fast senkrecht. Warte mal kurz, ich zeig dich mal gerade von hinten, dass man es gut sehen kann. Genau, also man sieht hier diese Höhe, die ich jetzt einfach hier mal eben stumpf eine senkrechte Wand habe, mehr oder weniger. Und diese Wand, die passen wir jetzt dem Unimog an. Okay. Ich bin in einer Gewichtsklasse, wo ich das Gelände teilweise ans Fahrzeug anpasse. In der Regel ist es umgekehrt, aber beim LKW-Bereich ist es tatsächlich so, dass ich oftmals das Gelände dem Fahrzeug anpasse. So, jetzt reise ich gerade mal ein. Ja. So, für alle, die gerade zuschalten, wir sind in Oberbayern zusammen mit Bimobil in der Kiesgrube mit dem Unimog EX432. Und der Chef des Hauses fährt persönlich. Und der Carsten ist im Vertrieb. Und weiß mal ein bisschen ein. Wie easy das ging. Man sieht, wie schön einfach das Ganze geht. Ne? Kaum Gas und alles schön klettern lassen. Ja, so einfach ist das mit dem Unimog. Ich habe nichts anderes erwartet. Nein, wenn man jetzt den weichen Boden dazu nimmt, natürlich. Ne? Warte, ich zeig mal gerade ein Detail. Der ist ja da ziemlich tief reingeklettert. Und ich bin früher, als ich 18 war, da bin ich mal am Waldboden hängen geblieben beim Knutschen. Und irgendein Bauer muss mich dann rausziehen anschließend wieder. Das ist ja schon ein tiefes Loch, wenn du da mal gerade reinsteigst, sei mal so lieb, dass man mal sieht. Sieht also auch hier, ne? Knietief. Das ist wieder das Thema Portalachsen natürlich. Ja. Ich habe den Achskörper relativ weit oben. Das Rad außer mittig in der Höhe, ja. Und hat dann natürlich die Bodenfreiheit. Ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist wie die Geburt meines Sohnes, da bist du einfach ruhig. Ja. Und jetzt siehst du auch hinten, klar, mein gut, die ganzen Profis werden jetzt sagen, okay, ist ja klar, ist ja ein Offroad, aber so die normalen Menschen, die sowas das erste Mal sehen. Ich glaube, also die Erfahrung von unserem Probefahren in der Kiesgrube, wo wir hier drinnen sind,
Leute, die nicht schon Offroad-Erfahrung haben, für die ist das wahnsinnig spannend. Mhm. Und um zu sehen, dass man hier bei sowas hochfährt, wenn ich dann unten stehe und sage, fahrt's da hoch, die sagen, du spinnst. Mhm. Ja, dann sagt man, nee, mach einfach. Und dann fahren sie hoch und sagen, boah, das geht ja. Mhm. Sowas brauche ich. Ganz klar, dafür also es ist im Prinzip die Kombination aus dieser Untersetzung, den großen Reifen. Was ist noch wichtig? Die Sperren? Die Sperren natürlich. Die Achsverschränkung ist ganz wichtig. Je mehr sich diese Achsen gegeneinander verdrehen können, umso länger habe ich Bodenkontakt. Hat man jetzt hier schön gesehen, wie das ganze Fahrzeug sich verwunden hat. Ja. Und der Unimog noch dazu sich auch im Rahmen zu sehr verbinden kann noch. So, jetzt haben wir ja drüber gesprochen. Ihr schraubt ja die Kabine fast direkt auf den Leiterrahmen. Beim Unimog nicht. Beim Unimog nicht? Beim Unimog nicht. Da ist eine Dreipunktlagerung darunter. Sag mal, wo sieht man die? Von hinten so ein bisschen unterm Auto. So ein kleines bisschen, das heißt, die pendelt, die Kabine. Ganz genau, der Rahmen kann unter der Kabine arbeiten. Siehst also hier das Dreipunktlager, das hintere, das Drehlager in der Mitte. Okay. Vom Gastank. Okay, das ist also das, was ich auch gesehen habe. Das Ganze liegt im Prinzip auf einem Punkt auf und kann hin und her pendeln. Auf drei Punkten auf. Wenn du hier reinleuchtest, dann sieht man die... Ein bisschen besser vielleicht noch. Jetzt siehst du hier den Kipp. Genau. Hier in der Mitte, da kann er kippen. Ah, okay. Ja, das heißt, es ist ein Rohr. Das ist die P61, die Spinne, das Original Unimog-Teil und die ist hier eben drehend gelagert. Achso, das kommt zu Abwerk? Ja, das kommt zu Abwerk. Okay. Wir gehen hier einfach auf die Originalspinne drauf. Einsatz normalerweise, wenn es nicht gerade ein Wohnmobil ist, auch viel Streitkräfte auch mal? Unimog ist in Streitkräften, im Rettungswesen, THW. Alles? Alles, ja. Aber Energieversorger ganz viel. Die zu jeder Jahreszeit immer an Masten dran müssen und landwirtschaftlicher Bereich. Okay, also ein richtig tolles Spielzeug. So, also bevor wir Schluss machen, wenn ihr die Fahrzeuge aufbaut, ihr kauft keine gebrauchten Fahrgestelle. Das ist, machen ja viele, die kaufen so irgendwelche, keine Ahnung, mit 50.000, 100.000 Kilometern. Macht ihr nicht? Nein, ich habe ein altes Auto. Ich kenne den Vorbesitzer nicht. Ich weiß nicht, wie mit dem Auto umgegangen wurde. Mhm. Wir sagen immer, kauft ein neues Auto, beziehungsweise wir kaufen das Auto, es gibt Bimobil nur auf neuen Fahrgestellen, dann haben wir es im Griff. Die erste Zeit haben wir noch Gewährleistung vom Basisfahrzeughersteller, Garantie und Gewährleistung. Und wenn innerhalb der ersten zwei Jahre im Lkw-Bereich nichts ist, kann man sich auch darauf verlassen, dass das ein gut eingefahrenes Auto ist. Und wenn ich irgendwie ein gebrauchtes Auto kaufe, weiß ich, ob der irgendwo im Tagebauwerk runtergeritten wurde. Der hat 10.000 Kilometer, aber 10.000 Kilometer im Tagebauwerk ist das Auto kaputt. Sag mal, Stefan, wenn ich so bei mobile.de gucke und gib mal einen, sortieren von oben nach unten, das mache ich öfter mal gern, da fängt es ja an, hier bei den großen Schiffen erstmal so und weiter. Und dann siehst du Weltreisemobile. Du siehst aber nie irgendwelche Bimobile. Das ist schlimm. Also wie sind denn die Gebrauchtwagenpreise? Also wenn ich jetzt den... Extrem hoch. Extrem. Extrem hoch. Also wir sind immer wieder überrascht, was die Kunden, die eins verkaufen, dafür kriegen, was da noch für Preise erzielt werden. Gut, es gibt sie nicht auf dem Markt und sie sind langlebig. Wenn ich mir ein 5 Jahre altes Bimobil kaufe, habe ich ja noch lange Spaß dran. Ja, stimmt. Also, ja, toll. 2. März, ihr merkt, ich mache die Abmoderation. 2. März 2021, also wenn ihr mal Lust habt, kommt nach Oberbayern, wenn es dann wieder geht. Und ja, guckt euch die Dinger an und mein Gott, wenn es halt mal 2 Jahre oder vielleicht demnächst 12 Jahre dauert, bis so eins mal kommt, ja, dann, nee, Spaß beiseite. Also ihr guckt, dass ihr so die 2 Jahre nicht unbedingt reißen müsst, oder? Ja. Ist so aber ist auch nicht ganz einfach, oder? Nein, das ist nicht einfach. Jetzt mache ich noch diese Videos, ja, was ja... Es kommen noch mal ein paar Autos dazu. Vielen Dank dafür. Auch gerne. Du, es geht mir um, ich sag mal, Made in Germany, der Freistaat Bayern, ohne da jetzt euch... hat ja viele Firmen, die tolle Autos bauen können. Das könnt ihr auch. Ihr seid ein Spezialhersteller für Reisemobile mit viel Herz. Also ich habe dich schon so auf der Messe kennengelernt. Ja. Ich kann mich noch genau erinnern, der erste Kontakt, wo ich gesagt habe, weißt du, was du mich gefragt hast? Nee, weiß ich nicht mehr. Du hast gefragt, was für ein Fahrzeug ich denn drehen möchte. Und was habe ich gesagt? Weiß ich nicht mehr. Alle. 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 Und schon war es ein langer Tag. Waren die Tage rum, ne? Genau. Carsten, also ich bin auch ganz überrascht von dir. Was wir uns auf jeden Fall noch angucken, ich bin morgen noch da, die Abteilung, die diese neuen Fahrzeuge kreiert, das macht ihr auf CAD-Basis mit viel Erfahrung. Du hast sogar einen Praktikanten, hast du mir erzählt, der hat das mal 3D visualisiert, das Ganze. Richtig, ja. Ihr steigt langsam ein in 3D? Richtig, ja. Hat einen Vorteil, du kannst auch Autos mal verkaufen, die noch gar nicht gebaut sind quasi. Das ist ein Nebeneffekt, ja.
Aber es geht halt um die ganzen komplexen Sachen, zum Beispiel die ganze Elektrik, Elektroanlagen zu platzieren, wo jeder maximale Ausstattung haben will, aber kein Platz dafür ist. Das muss man einfach rein optimieren. Da tut man sich mit 3D entsprechend leichter. Sag mal, wenn du jetzt hier was kreierst, den macht das ja, das werden wir morgen sehen, mal am Rechner. Das heißt, also das ist denn so, wie es später wird. Also das kannst du genau berechnen, aber du bist selbst dann schon mal überrascht, was dabei rauskommt? Ja. Also man kann es 3D machen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Raumgefühl und 3D-Vorstellungsmöglichkeit. Trotzdem, wenn ein Auto fertig ist und man setzt sich rein, erst dann fühlt man, der ist gut geworden oder nicht so gut. Ist das eigentlich ein Serienauspuff? Ja. Okay. Also eine Option, aber das ist alles direkt vom Werk. Und der wird wo gebaut, Unimog? In Wörth, oder? Wörth. Ja. Kommt in Wörth, richtig. War genau nicht mehr, sondern in Wörth inzwischen. So, ihr beiden, kurzer Einblick in ein tolles Hobby, was einen durch die ganze Welt führt oder auch nur auf dem Campingplatz. Das wäre schade drum, weil das Auto kann viel, viel mehr. Und man ist auch dann gewollt oder nicht gewollt, wenn man will, auch Mitglied einer tollen Gemeinde, die also viel fachsimpeln. Definitiv, also gerade die Bimobil-Kunden, die treffen sich zum Beispiel auf Facebook und auf dem Campingplatz oder irgendwo auf Reisen. Die kommen automatisch ins Gespräch. Und dies ist auch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Es geht ja auch darum, dass der eine dem anderen einen Tipp gibt. Wo stehst du da? Was hast du für Erfahrungen? Das ändert sich ja von Jahr zu Jahr. Ganz genau. Und der Austausch ist also sehr rege, stellen wir immer wieder fest. Facebook-Gruppen auch. Ja. Facebook-Gruppe auch, ja. Also die sind durchaus sehr kommunikationsfreudig, unsere Kunden. Wir haben sehr, sehr aktive Kunden. Und das ist schön so. Ja. Was bei dir krass ist, du bist so, du hast immer so einen ruhigen Ton. Das ist so, bist du jemals mal in Rage gekommen in deinem Leben? Das bringt eh nichts, oder? Ja, aber das ist nicht gut. Ja. So, tschüss ihr beiden. Jetzt machen wir Schluss. Ciao, ciao.